wir vertreten gemeinsam die Auffassung, dass die höchste Priorität eine europäische Lösung hat. Přirozeně jsme se dnes nemohli vyhnout také tématu migrace, což je vážný evropský problém. Žádná evropská země nemůže tento problém vyřešit sama o sobě. Vyžaduje to společný evropský koordinovaný postup. A pevně věřím, že najdeme společné řešení, které zastaví ten silný migrační tok, který míří přes Řecko do Evropy. Und unser bayerisches erstes Interesse bleibt die Begrenzung der Zuwanderung. Und wenn dies gelingt an den Außengrenzen in Verbindung mit der Vereinbarung der Türkei, dann wäre es gut, die Flüchtlingszahlen, die wir im Moment in Bayern täglich haben, die sind verkraftbar. Das sind unter 500 am Tag. Solange, das sage ich jetzt für die bayerische Staatsregierung, sind wir auch für die nationalen Grenzen und die Zurückweisung an den nationalen Grenzen. Das haben wir auch immer vertreten. Und begrüßen diese Maßnahmen, die jetzt von Staaten entlang der Balkanroute getroffen worden sind. Es ist auch die bayerische Überzeugung, dass es humaner ist, an den Außengrenzen der Europäischen Union die Grenzkontrollen durchzuführen und auch die Verfahren und die Zurückweisung von Flüchtlingen. Das ist humaner, als Flüchtlinge in ganz Europa rumzuschicken, Verfahren durchzuführen und dann einen großen Teil wieder zurückzubringen. Ich hoffe, es wird nicht wieder ein Gipfel der Vertagung.